So, hallo zu einem ersten kleinen Tutorial auf unserem Server von Bambus Let's Plays. Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen. Nein, ich wollte euch heute einfach mal zeigen, wie man ein immer wiederkehrendes Redstone-Signal macht, ohne dass sich diese Maschine von selbst mal wieder ausschaltet oder komplett blockiert. Viele von euch kennen sicherlich dieses alte Verfahren, sag ich jetzt einfach mal, indem man ganz kurz auf diesen Schalter klickte und dann immer ein Redstone-Signal rumgewandert ist. Da konnte man aber damals die Repeater noch so weit stellen. Irgendwann hat sich dieses Signal selbst eingeholt. Um das zu vermeiden, gibt es eine ganz neue Methode. Also erst einmal zeige ich euch das. Man baut das mit einem Sticky Piston, einem Steinblock, dann hier einer kleinen Kuhle. Ans Ende dieser Kuhle bringt man eine Redstone-Fackel an. Diese Redstone-Fackel bringt man dann so an, dass sich sozusagen der Kolben selbst antreibt, beziehungsweise sich selbst unterbricht, während er von der Redstone-Fackel angetrieben wird. So geht er immer wieder aus und an. Und immer dieses Aus und An hat man dann eben diese sich wiederholende Sequenz. Dann kann man hier zum Beispiel das noch ein bisschen verlängern, mal verlangsamen. So, erstmal grundsätzlich, dieses Signal wird niemals abbrechen, es sei denn, ich mache eben hier das Ding weg. Oder es gibt noch zwei andere Steuerungsmethoden. Entweder die ganz klassische, man bringt einen Hebel hier an, so dass ein dauerhaftes Signal entsteht und der Kolben dauerhaft ausgefahren ist. Oder die andere Version, indem man einfach die Redstone-Lampe ausmacht, so, dann ist das Redstone-Signal dauerhaft ausgeschaltet, der Kolben wird nicht mehr angetrieben und ist nicht mehr ausgefahren. Das macht man am besten so, wie man es gerade braucht. Ja, eben so sieht das neue System aus. Ein sehr tolles System. Wie ihr wisst, das ist schon lange überholt. Und das ist die Zukunft.